Sag was. Ich bin nass. Es ist heiß. Es ist Tag. Wie viel da ist es? Fünfte? Vierte. Tag Nummer vier? Okay. Ja. Ja. Ist Tag 4, Tag auch. Es ist, ja. Es ist warm. Schönen guten Morgen, Mittag. Wie spät haben wir es? Halb elf? Halb Ja. elf. Halb elf. Es ist. Es ist tierisch warm. Wir dachten, Dienstag sei der heißeste Tag, aber Junge, Junge, Junge. Ja. Ich weiß nicht, ob es an dem Tempo liegt, das wir heute vorlegen, weil das doch deutlich schneller ist als die letzten Tage. Ja. Aber also man sieht es mir wahrscheinlich an. Ich toppe. Und vor allem, wir sind gerade mal 200, also noch nicht mal 200 Höhenmeter Ja. hoch. Und Der Tag wird nur noch heißer, wir sind schon im ja. Schatten gelaufen. Ja. Später das Stück wird nur in der Sonne gehen. Na, wir müssen mal gucken, vielleicht planen wir die Route noch um. Ja, also Oder wir wollten spritzen eigentlich wir. zur Oberzahlemütte heute hochlaufen. Das wären von Dorf aus unten bis zur Oberzahlem so eine, und dann retour wieder um die 11, irgendwas Kilometer gewesen. Was eigentlich durchaus machbar schien. 900 Höhenmeter ist schon nur sportlich, wenn man überlegt, dass wir am ersten Tag vom. Geht die Kamera wieder aus? Dass wir am. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, 900 Höhenmeter, die ersten. Am ersten Tag da vom Parkplatz an der Schattlagerhütte bis zur Todalphütte und Retour, dass das auch 900 Höhenmeter waren. Das war schon anstrengend. Hier zieht sich es natürlich ein bisschen länger hin mit der Steigung, also nicht ganz so steil teilweise. Aber die haben für heute 31 Grad angesagt. In der prallen Sonne laufen wir nachher da hoch. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Also Brandt hat einen schönen Naturbadeteich, der sagen viele, der wäre sehr schön. Könnte ich mir auch vorstellen, nachher meinen Wanst da Ja. reinzuhalten. Ja, mal gucken. Das wird das Alternativprogramm. Ja, also Plan bis jetzt ist erstmal, da wir ja vorgestern schon mal hier hochgelaufen sind, zumindest ein Teil bis zu diesem schönen kleinen Wasserfall da an der Brücke, dass wir da dann gleich nochmal Station machen und dann mal zumindest erstmal bis zur Brügeler Alpe laufen und dann gucken, wie es einfach ist, weil wenn da zu warm ist, dann drehen wir um und Ja. machen irgendwas, wo wir uns nicht ganz so verausgaben, weil irgendwann ist halt auch der Punkt, wenn du dich so verausgabst, die Verletzungsgefahr mega hoch und dann. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann kein Wasser mehr hast, ist Käse. Gestern war schön, ne? Schön von der Temperatur her, das hätte ich auch gerne heute gehabt, aber nö. Da winkt jemand freundlich aus der Bahn. Ja, nicht wundern, wenn ich da mal hochgucke, weil da ist die Palütbahn. Ja, okay. Ich glaube, wir verweilen jetzt noch ein bisschen hier im Schatten, kühlen ab und dann geht's weiter. So. Super, bevor die Kamera wieder Guter Plan. ausgeht. Thank you.
Pause beendet. Wir sind voll gewesen und haben gerade schön an der unteren Brüggeleralple einen Hopfentee konsumiert, schön kühl, bei den Temperaturen genau das Richtige. Und ja, machen wir uns auf den Weg Richtung Oberzalemhütte. Sind jetzt so ein schöner, anstrengender Fußmarsch von 1,5 Stunden, sagen alle. Geht hier auch schon richtig schön den Berg hoch. Sind jetzt nochmal so, ich vermute mal 300 Höhenmeter, die wir machen dürfen. Aber das ist ja jetzt frisch ausgeruht. Überhaupt kein Problem. Akkurat vermint. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir beim Quatschen nicht in Kuhscheiße treten. Hoher Kuhfladen, wie es ja so richtig heißt. Nein. Ja, wir kommen gerade von der Oberzalemhütte. Das war so unser Ziel für heute. Haben wir dann auch mit einiger Verspätung und viel Schweiß und Knieschlottern erreicht. Warum Knieschlottern? Meinst du mich? Ja, ich meine dich jetzt. Ach so. Ja, so ein bisschen Wunsch war mir dann doch dabei. Es ist immer so ein gesunder Respekt bei so schmalen Steigen. Ja, oh, das ist aber frischer Kuhfladen. ja, nee, wir mussten, also wir sind die empfohlene Route genau entgegen der eigentlichen Richtung gelaufen. Zumindest das, was Komoot gesagt hat. Und ja, da ist dann irgendwann ab der oberen Brüggeleralp ist ja dann ein alpiner Klettersteig oder wie es auch immer heißt, und ja, man muss dann wirklich klettern. Wir haben erst gedacht, so, ach ja, ist halt kein befestigter Weg mehr, ist halt nur noch so ein Trampelpfad. Schön über Wurzel und Steine klettern, ja, alles super toll. Und dann ging das so zickzack nach oben und hatte auch gesehen, dass wir ein bisschen höher steigen müssen, als die Oberzalemhütte hier ist. Ja, und dann standen wir oben auf der Kante und guckten in ein Loch. Und haben dann festgestellt, dass so ganz links am Rand so eine, ja, eine Haltekette war. Und dann so, ich würde sagen, Schuhkarton breit, ein kleiner Trampelpfad, der dann direkt an dem Berg entlang führte, wo es dann so, ich würde mal so wie hier vermuten, so einfach gerade runterging. Das ist dann schon der Moment, wo ich dann, der dann doch noch ein bisschen Höhenangst hat, kurz vor Code Brown bin. Marc hat noch ein schönes Foto gemacht. Ich gucke mal, ob ich das noch irgendwie da reinbaue. Wenn nicht, habt das bestimmt irgendwie bei Instagram gesehen. Ich war definitiv nicht glücklich, da runter zu klettern. Über diesen Klettersteig. Und naja, dafür... Ich hab's gemacht. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich. Und jetzt gerade an der Oberzalem zu sitzen und lecker, ja, Mittag zu essen. Und wann waren wir da? 20 nach 3. Jetzt haben wir 20 nach 4. Essen war mega gut, fand ich. Also ich hatte ja einen Hüttensalat mit zwei riesigen Backkartoffeln und Sauerrahm und dann noch ein riesiger Salat dabei. Also ich brauche kein Abendessen mehr. Naja, auf jeden Fall haben wir da schön in der Sonne gesessen. Wir hätten auch noch länger sitzen können, aber man erkennt es so hinter Marc. Wir müssen noch wieder runter ins Tal. Also wir haben jetzt noch so die 900 Höhenmeter, die wir heute Morgen von da unten gelaufen. Also nicht ganz da unten, das ist Bürs. Ne, Bludenz ist das. Aber einen davor, das sieht man jetzt nämlich genau nicht. Da müssen wir noch runter. Ja, wird auf jeden Fall jetzt noch ein spannender Abstieg. Ich stand auf dem Schild ein Dreiviertelstunde. Werden wir brauchen. Von daher, die nehmen wir uns jetzt einfach mal, genießen noch ein bisschen die Sonne.
Und ja, freuen uns, wenn wir nachher unten sind, weil dann war das nämlich ein super toller Tag.